Entschuldigung. Mr. Cool, das wollte ich nicht. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wobbly Life. Wir haben immer noch ein wichtiges Projekt. Und zwar möchte ich immer noch jedes Auto bzw. Fortbewegungsmittel in Wobbly Life haben. Wir haben in letzter Zeit das Wackelpudding-Auto bekommen und das Hoverboard. Und jetzt haben wir letztens noch ein Uhrzeitauto gefunden. Ach stimmt, das Polizeiauto ist auch neu. Aber das haben wir, glaube ich, schon relativ lange. So, wir ballern mal ganz kurz zum Museum. Da kriegt man nämlich angeblich auch einen Tipp. Denn um dieses Uhrzeitauto zu bekommen von den Flintstones, muss man irgendwie... Oh, nein! Okay, alles gut. Da muss man so verschiedene Artefakte sammeln. So, oh, oh. Nichts passiert. Alles gut. Wir fahren noch. Easy going. So, das war ja beim Hoverboard ähnlich. Guckt euch da gerne die Folgen an, falls ihr sie verpasst habt. Da mussten wir in alle geheimen Höhlen rein. So, apropos Höhlen. Genau. Da ist das Ding. Ja, Interact. Oh, wir haben 0 von 5. Die Artefakte sind irgendwo in der Stadt versteckt. Gibt's irgendwie einen Tipp? Ja. Ah, guck mal, da steht Main Island. Okay, eins ist im Dschungel. Ah, Nähe der Farm. Da weiß ich, glaube ich, sogar, wo das ist. Also, da müssen wir... Wir können mal auf die Map gucken. Warte, wo? Hier oben ist die Farm. Da müssen wir, glaube ich, irgendwie so einen Heuballen crashen. So, das machen wir am besten mit unserem Polizeiauto. Und wir brauchen auch gleich noch... wir müssen vielleicht das Auto sogar wechseln. Einen Metalldetektor brauchen wir, glaube ich, auch. So, hier müssen wir längs. Ja, wir folgen einfach dem Navi. Ist zwar nicht immer so unbedingt das Beste, wenn man dem Navi folgt. Obwohl, mittlerweile sind Navis richtig gut geworden. Ich weiß noch, früher hatte man TomTom. Kennt jemand TomTom? Das war wirklich der heiße Kram. Und dann hatten plötzlich alle Autos so Navigationssysteme. Und jetzt gibt es ja so Apple CarPlay und Android Auto. So, hallo! Bisschen Landwirtschaftssimulator. Wir schubsen ein paar Kühe um. Oder Heuballen. Batz. Oh, was... Ah, mit dem kann man bestimmt ein Rennen fahren. Da ist es! Ja, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Oh, warte mal. Vielleicht haben wir doch kein Problem. Oh, doch, in dem Cabrio. Bleiben Sie stehen. Hier ist die Polizei. Bleiben Sie stehen. Oh, ja, ja. Sehr nice. Raus. Nein, bleiben Sie stehen. Okay. Das ist jetzt eigentlich nicht so gut, weil die andere Person müsste einmal aussteigen. Entschuldigung. Oh nein, Mr. Cool, das wollte ich nicht. So, jetzt müssen wir dieses Artefakt, ja, das ist echt ein bisschen, warte mal, ich packe das auf seinen Kopf. Oh nee, das ist sogar ganz gut. So, und wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, dann können wir, oh, hier ist, Mann. Oh. So, guck mal, zack, jetzt, Entschuldigung, oh nein, kann ich das nicht grabben? Doch, ich hab's, jetzt. Yes. Hallo, liebe Urzeitbewohner, Höhlenmenschen, ich hab hier was. Interact? Nee, warte, ey, wo muss ich das denn abgeben? Ah, vorne wahrscheinlich an der Rezeption. Hallo. Dieses Artefakt haben wir noch nicht. Jawohl, 1 von 5. Und, tada. Sehr nice. Das El Problemo ist aber... Ja, wir müssen jetzt so ein Archäologen-Set oder so kaufen. Warte mal. Treasure Hunt. Ah ja, ich glaube, das ist sogar hier, dieses Treasure Hunt-Ding. Da kann man die kaufen. Ich hoffe, wir haben genügend Geld, weil wir sind mittlerweile in diesem Spiel wirklich chronisch pleite. So, hallo. Sind hier Florist? Hi. Ja, doch, das muss es sein. Hallo. Guten Tag. Ich benötige einmal... Ja, genau, für 5. Sehr geil. Oh ja, okay, wir haben doch 176. Das ist doch gar nicht so wenig. Ich dachte, wir wären viel ärmer. Ah, wir müssen irgendwo hier hin. Hier ist angeblich was. Oh, das sah geil aus. So, vorsichtig. Oh, nee, warte, müssen wir hier... Oh, nein! Mein Suchding. Oh, Entschuldigung. Wie konnte das denn rausfallen? Hallo? Wo ist das hin? Ist es despawned? Ach komm, ich habe $5 dafür bezahlt. Wie konnte das denn jetzt einfach verschwinden? Das Spiel will mich verarschen. Warte mal, gibt's hier noch so ein Treasure-Ding? Nein. Och Mann. Ist das hier vielleicht irgendwo?
Ey, das kann doch da nicht rausgerutscht sein. Doch, kannst du. Wir haben es alle gesehen. Warte mal, dann nehme ich mir jetzt dieses Auto hier. Da sind zwar eigentlich Bomben drauf. Warte mal, ich will die... Oh, nee, ich habe die Bombe aktiviert. Nein, die muss da raus. Nein! Okay, tut mir leid. Entschuldigung. Oh. Oh, nein, das Auto brennt. Okay, Paletto. Aua, ich bin bewusstlos. Ach, komm. So, sie müssen warten. Ah, perfekt. Dann klaue ich ihr Auto. Oh, jetzt sitze ich hier mit drei anderen Leuten. Leute, schaffen wir das? Oh ja, das war knapp. Hey, das ist jetzt echt ein bisschen blöd gelaufen. Vor allen Dingen, weil ich jetzt... Oh, mit dem Auto ist besser. Weil da können wir das Ding einfach reinpacken. Oh ja. Und das sollte sich eigentlich nicht rausbuggen. Da können wir auch vor allen Dingen die Artefakte... alle reinpacken. Hallo, da bin ich wieder. Ja, ich war ein bisschen dumm. Ich brauche noch mal einen für 5. Danke. Perfekt. So, dann... Entschuldigung, ich passe nicht durch die Tür. Ist hinten offen? Ja, sehr gut. Okay. Piep. Dann lass uns mal dahin fahren. Ja, aber guck mal, wenn der erstmal Schwung hat, dann ist der gar nicht so langsam. Wuhu! Zack. Gut. Oh, auch souveräne Landung. So, angeblich sind hier irgendwo... Trampoline. Weil das stand ja auch in den Tipps. Da oben vielleicht. Wir fahren mal kurz die Rennstrecke ab. Haltet bitte die Augen offen für Trampoline. Trampoline. Hier vielleicht? Hier könnte ich es mir vorstellen. Hier ist auch der Leuchtturm. Boah, es wäre so typisch, wenn ich jetzt hier runtergefallen wäre. Hier ist ein Spielplatz. Hallo, kann ich dir helfen? Hey, du musst mir helfen. Ah, eine Möwe hat mein Sandwich geklaut. Oh, hat's da ganz oben? Okay, einfach ein Sandwich holen. Finde ich gut. Also wir müssen hier hoch. Ah, da ist doch. Guck mal, warte mal. Wir schlagen hier vielleicht sogar zwei Fliegen mit einer Klappe. So, guck mal hier. Wir nehmen unser Ding mit. Und hier sind die Trampoline. Whoop. Boing. Ja, perfekt. Zack. Oh, guck mal. Hört mal. Das hat schon so... Boop. Ja. Zack. Oh. Ah, schade. Ich wollte gerade sagen, direkt auf den nächsten. Oh ja. Das Ding rastet aus. Okay. Easy. Oh, es wird aber weniger. Oh, hier war mal ein Geschenk. Warte mal. Das muss hier drunter sein. Ja, guck mal. Zack. Und? Da ist es. Geil. Okay, ja, warte mal. Aber wir wollen ja dieses Sandwich auch holen. Oh, habe ich dafür eigentlich noch genügend Hände? Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn? Hallo! Er hat sich irgendwie da festgehalten. Aber ich habe doch schon zwei Sachen in der Hand. Okay, wir lassen die Möwe mal Möwe sein, oder? Weil das Problem ist, ich weiß schon, dass da wieder irgendwas passiert, wo dann, oh Gott, wo dann das irgendwas sich wegbackt. Und aua. Und ich wieder Probleme bekomme. Nee. Wir machen das jetzt. Wir spielen das safe. Wir gehen jetzt hier hin. Ah ja, guck mal. Wir werfen beides hier rein. Wupp. Machen das hier zu. Und es wird ja sowieso auch langsam Nacht. Wir sollten langsam auch mal schlafen gehen. Ist ja auch schon 18.40 Uhr. Boah, ich bin gestern. Das ist total untypisch für mich mittlerweile. Schon so um 8:30 Uhr bin ich ins Bett gegangen. Weil, wie gesagt, ich habe seit knapp 2,5 Tagen so krasse Kopfschmerzen, also es ist eher eine Migräne, das ballert mir echt alles weg. Das ist auch aktuell so ein bisschen dadurch getriggert, es gibt so viel Stress beim Hausbau. Das ist echt nicht mehr feierlich. Ich werde das in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch mal im Podcast ansprechen. Weil ich war eigentlich eine Zeit lang, war ich echt zufrieden, aber mittlerweile sind so viele Fehler passiert, das ist krass. So, nächstes Artefakt, 2 von 5. Sehr geil. Bup. Cool. Jetzt müssen wir aber noch weiter gucken. Können wir hier vielleicht irgendwo schlafen? Vermutlich nicht. So, das packen wir mal hier rein. Also wir müssen noch einmal in den Dschungel. Das würde ich aber vielleicht als letztes machen, weil da müssen wir fliegen. So, aber eins ist angeblich hier... relativ in der Nähe, zumindest wenn das immer noch so ist. Und zwar einmal hier, wir öffnen. Hallo!
Schatzsucher Paledo? Nee, es scheint verschiedene Punkte zu geben. Hä? Hat sich grad... Hä? Wo? Oh. Hier vorne! Als ob... Okay, damit hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gerechnet. Aber geil! Also, ich hoffe, das ist davon. Weil es sieht ein bisschen anders aus. Da bin ich jetzt ja echt mal gespannt. Oh, Entschuldigung. Aua, Hilfe. Danke. So, wir sind wieder beim Museum. War glücklicherweise keine so lange Fahrt. Aber warte, ich kann ja einfach nur den. Das andere muss ich ja gar nicht mitnehmen. So, bitte sei vom Cave, okay? Hallo? Cave? Hä? Warte. Ich hab dir doch gerade was gegeben. Ist das nicht? Hä? Das gehört gar nicht dazu? Was ist denn das? Okay, ich wurde verarscht. Mann, ey. Muss ich denn teilweise diese Karten kaufen? Oder ist das random? Aber guck mal, warte mal. Hier haben wir es doch ausgebuddelt. Oh, Entschuldigung. Ich meine, kann man nicht teilweise auch einfach nach dem X Ausschau halten, was auf dem Boden ist? Oder ist das Quatsch? Ich meine, wir können ja mal hier hingehen. So, guck mal hier, Paletto. Ob es hier irgendwie biebt? Hier kommt zum Beispiel gar nichts. Kein Bibli-Bieb. Notfalls müssen wir tatsächlich mal rüber zum Dschungel. Weil da soll auf jeden Fall sowas sein. Man könnte mit dem Polizeihelikopter rüber. Der hat, glaube ich... Okay, das spawnt einfach ein Bus. Weil es bringt ja aktuell nichts, wenn wir hier so verzweifeln und nicht wissen, wo was ist. Dann lass uns lieber das hier mit dem Polizei... Ah! Da kann ich nichts reinpacken. Nee. Mist. Obwohl, warte. Ich glaube, da kann man auch so ein Ding kaufen. Komm, wir fliegen rüber. Kleiner nächtlicher Einsatz. Oh, wir könnten ja auch kurz nach Hause. Ja, ich glaube, ich schlafe einmal zu Hause. Ich bin ja mittlerweile ausgebildeter Pilot. Da unten sehe ich, glaube ich, auch mein Haus. Ich werde das Ding souverän und sicher landen. Sehr nice, guck. Also, es war eigentlich souverän und sicher. Hallo, Sally. Oh, guckt euch den kleinen süßen Fratz an, wie er da zufrieden schläft. Oh, während wir von Spinnenbürgern angegriffen werden. So, guten Morgen. Frisch und ausgeschlafen. So kann man in den Tag starten. Wupp. Und los. Ab in den Dschungel. Ich glaube, da vorne. Warte mal, wir können mal schauen. Wo ist... Ah ja, nee, da oben. Dort können wir dann wieder so einen Metalldetektor suchen. Also, ihr wisst, was ich meine. Metalldetektor kaufen und dann was suchen. So, dann lass uns hier, warte mal, das... Ah, wie kommen wir denn dann... Wie kriegen wir das Ding wieder nach Hause? Das ist das größte Problem. Naja, darum muss ich Zukunftspaletto kümmern. So, ja, das Ding einmal kaufen. So, und angeblich ist das jetzt bei der Militärbasis. Die Militärbasis? Warte mal, war das die im Süden? Ja, die meinen wahrscheinlich die im Süden. Ja, ich glaube, es gibt auch nur eine richtige. Oh, mit dem Flugzeug... Ja, aber das Flugzeug hat so keine richtige Ladefläche. Oh, das könnte gefährlich werden. Oh nein. Komme ich hier längs? Bitte nicht rausfallen. Bitte nicht rausfallen. Boah, ich habe mehr Glück als Verstand. Okay, über die kleine Brücke drüber. Hallo, guten Tag. Einmal bitte nach oben. Oh, hier ist... Warte mal. Hier sind ja auch... Oh, das ist ja perfekt. Da sind zwar wieder irgendwelche Bomben drin. Hallo. So. Macht's piep. Mach mal Piep. Bitte. Also hier schlägt auch nichts aus. Also er hat ja auf jeden Fall gesagt, dass es im Dschungel ist. Aber das Problem ist... Der Dschungel ist riesig. Ich glaube, wir müssen eine dieser Schatzkarten kaufen. Oh, warte mal, jetzt habe ich kein Auto. Okay, wir gucken einfach mal, ob das stimmt. Und dazu... Whoop, springen wir einmal rüber. Cummings... Ah, guck mal hier, das mit der Rakete, das stand Coming Soon. Ja, wir fahren lieber mit dem Ding. Kann ich den Zaun zerstören? Bitte. Ja. Oh nein, 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 nein. Das Ding ist wieder rausgefallen. Hier vorne liegt's. Alles gut. Okay, alle. Ich hab's. Und weiter. Glück gehabt. Oh nein. Na, ach komm, ich fahr einfach durch. Oh, alter Paletto. Teufelskerl. So, Water Taxi brauche ich nicht. Ich brauche hier Mr. Schatzkarte. Hallo. Guten Tag. Genau. Dann nehme ich jetzt das. Oh Gott. Hier vorne, direkt hier ran. Okay, warte. Jetzt müssen wir nur gucken, ob es hier irgendwann mal Bibidi-Bieb macht. Ja, macht Bibidi-Bieb. Oh Mann, hier macht gar nichts Bibidi-Bieb. Obwohl, hier ist ja ein X. Ein großes. Zeichnet das wirklich den Schatz?
Nee. Es ist auch nicht direkt beim X. Junge, das ist ein gigantisches X. Problem ist, es macht hier aber auch nirgends Bibidi-Bieb. Da vorne können wir vielleicht zumindest auf die andere Seite. Also er würde ja zumindest, wenn er gleich irgendwas findet, würde er schon mal anfangen zu piepen. Also ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es auf der anderen Seite ist. Ich glaube, hier kommen wir einmal sicher rüber. Oh. Opa. Warte. Ja. Wir kommen näher. Hier ist erstmal ein Geschenk. Warte, hier, aber hier war, ging's. Oh ja. Hier geht's gerade ab. Oh. Es rastet aus. Ich springe einmal hoch, warte. Nee. Junge, es rastet doch aus hier. Junge, ich verstehe das nicht. Hier wird's wieder schwächer. Hier. Job complete? Nee, ich bräuchte. Nein! Was sind das denn? Das ist nicht das, was ich brauche! Das sind irgendwelche Goldmünzen. Ich brauche doch was anderes. Nee, das ist nicht das, was wir brauchen. Oh Mann! Also ich habe jetzt nochmal geguckt und es ist unten bei der Militärbasis angeblich. Ich möchte doch nur so ein Uhrzeitauto. Aber hier ist kein Signal. Kennt jemand von euch den German Treasure Hunter? Das ist Carsten Konzel. Der macht sowas im Real Life. Der sucht dann auch mit so einem Detektor so alle Strände und so ab. Also nicht nur Strände, sondern auch halt so überall da, wo man sowas vermuten könnte. Die finden dann auch manchmal so Munition und Granaten. Aber ich höre hier nichts piepen. Ist denn der Detektor ist an? Ja, doch, man hört ja dieses. Was bist du? Hä? Was ist das? Ist das auch irgend so ein Relikt? Seht ihr das? Ist irgend so eine Pflanze. Aber die ist zumindest nicht das, was wir brauchen. Also es ist tatsächlich wohl komplett random auf der gesamten Insel. Im kompletten Dschungel. Ich klaue mir jetzt hier einen Helikopter. Ich muss halt gucken, ob ich das mit den Bomben irgendwie hinbekomme. Also die muss ich hier alle im besten Falle easy rausnehmen. Ja, warte. Zack. Und weg damit. Oh ja. Und weg mit dir. Perfekt. So. Guck mal, jetzt schnappen wir uns das Ding. Legen das hier hinten rein. Und dann. Also hier war auf jeden Fall nix. Da! Nein! Das Ding ist da runtergefallen. Nein. Es ist ins Wasser gefallen. Aber ich hab's. Habt ihr das X auch gesehen? Warte mal, wie? Ich brauche nochmal so ein Ding. Oh ja, da ist auch wieder ein Auto. Das ist eigentlich am besten dafür. Zack. Ja, wir brauchen diese Karte war eigentlich nutzlos. So. Okay, wir haben, 171, perfekt, gib mal her. Das bedeutet, ich bin da sogar rübergefahren, oder? Weil hier sind wir das eine Mal längs. Habt ihr das die ganze Zeit gesehen? Ja, tatsächlich, hier bin ich rübergefahren. Und zack. Bitte jetzt was Richtiges. Die Keule müsste das sein. Okay. Ist das auch richtig? Oh, bitte lass es auch richtig sein. Nicht, dass es hier mehrere Sachen gibt, ja. Und mein eines Ding ist schon runtergefallen. Also es ist halt eine Muschel. Oh Gott, ich habe so Angst, dass es mehr gibt als die Muschel. Weil als ich das gesehen habe, war es die Keule, die man hier findet. Ich fahre hier den Strand nochmal kurz ab. Aber, oh, hier wäre ein Boot. Mit dem Boot könnte, ja, da hätte ich halt ein bisschen Angst, dass es aus dem Boot fällt. Aber ich, oh! Oh nein, wir brauchen noch so ein Ding. Hier ist auch noch ein X. Okay, lass uns da schnell hinfahren. Alter, das entwickelt sich schon wieder zu einer ganz wilden Jagd. Okay, hallo. Ich hab schon wieder, mir ist schon wieder ein Rebel gefallen. Aber das wäre zumindest cool, wenn wir schaffen würden, zwei von diesen Reliquien wegzubringen. Oder Artefakte sind das. Was ist der Unterschied zwischen einem Reliquium und einem Artefakt? Ich weiß es nicht. Oh ja. Ein weiterer geheimer Schatz. Und jetzt bin ich gespannt. Ja, es sieht eher nach einer normalen Truhe aus. Was ist das? Also es sind auf jeden Fall leuchtende Sachen. Also es ist schon was selten ist. Weil diese Münzen, die wir gefunden haben, die waren nicht selten. Aber es ist wirklich alles nicht das. Oh, da. Ah nee, damit kann ich das nicht transportieren. Aber ich habe wirklich das Gefühl, das ist eigentlich nicht das,
wonach ich suche. Das muss irgendwas für ein anderes Secret sein. Wir könnten da vorne das Boot nehmen. Das wäre vermutlich das Einfachste gerade. Ja, komm, lass uns wirklich mal gucken. Wir können hier nochmal am Strand schauen, aber ich habe jetzt eigentlich wenig Hoffnung. Wir könnten die Sachen nach drüben bringen mit dem Boot. Oh, warte. Hä? Oh? Oh, 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 oh. Nee, hier. Junge, er rastet aus. Nee, hier. Hier, hier, hier. Oh, ey, wenn das jetzt die Keule ist. Bitte Keule, bitte Keule, bitte Keule. Mann, was soll ich denn mit so einem Becher? Bringt dir auch irgendwas? Nee, aber das ist kein Leuchteding. Oh Mann, ich dachte schon, das wäre halt 10 von 10 gewesen, wisst ihr? So, jetzt nochmal die Keule, so kurz bevor wir die Insel verlassen wollen. Aber hier macht auch nichts mehr Beep. Doch nicht so. Also ich dachte eigentlich, das ist total einfach. Und ich meine, wir haben es ja bis dato auch schon gut gemacht. Wir haben ja wichtige Sachen bekommen. So, jetzt schnell auf die andere Seite. Oh nein, nein. Ihr fallt nicht runter, bitte, okay? So. Fährt das Ding. Boah, ey, Junge, das fährt sich wie ein LKW. Dann müssen wir jetzt da vorne. Oh, da ist. Na. Ich habe halt eine große Angst. Und die lautet, dass wenn ich mich jetzt zu sehr von diesen Dingern entferne, dass das despawnt, wisst ihr? Und ich will ja, also ich will diese Artefakte ja nicht verlieren. Das wäre der absolute Worst Case. Warte mal, ich nehme die einfach mit. Ich laufe mit denen jetzt durch die Gegend, bis ich was finde. Ja, ich glaube, bei dem da oben, bei dem kriege ich was. Ja, das ist perfekt. Einmal rein. Sehr nice. Und jetzt einfach nur los zum Museum. Keine waghalsigen Manöver. Einfach nur chillen. Und rein theoretisch müssten ja auch wirklich die anderen noch in der Stadt sein. Bei den Rasenflächen zum Beispiel. So, jetzt bin ich wirklich gespannt, wofür diese beiden Muscheln sind. Ja, das eine, warte mal, das eine ist ein T-Rex-Zahn. Hallo? Well done. Okay, dieses Artefakt haben wir noch nicht. Irgendeine Muschel? Ja, da, die Muschel. Perfekt. Und was war... Und was war das andere? Ja, das andere war doch der vom T-Rex. Und hier sind wir bei 2 von 5. Buried. Ja, okay, da steht immer Main Island. Einer sagt ja im Dschungel. Das ist echt teilweise so gemein. Aber man weiß dann ja echt nicht, wo sie sein sollen. Gerade wenn die Punkte immer random sind. Hallo, ich hätte ganz gerne nochmal so ein Ding. Bringt das denn was, wenn ich jetzt nochmal so ein. Ich kaufe einfach nochmal so eine Karte für 75. Vermutlich schwerer Fehler. Ist mir aber egal. Könnten Sie bitte aufhören, in mein Auto reinzufahren? So. Wo hat er das? Oh, da vorne? Ich weiß gar nicht, ob das was damit zu tun hat. Aber wir werden natürlich trotzdem dem Ganzen auf den Grund gehen. Sieht jemand von euch hier irgendwo ein X? Nee. Dann ist es vermutlich auf der anderen Seite. Okay, zeigt sich das X manchmal? Nein, 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 nein. Hier ist ja wirklich viel Platz. Da oben. Okay, die Frage ist, ob das jetzt wieder ein Artefakt ist. Ja, 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 mach piep, 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 piep. Bitte, bitte. Das hat dann, glaube ich, auch immer eine... Oh, oh, das ist gut. Das ist ein Geschenk? Was soll ich denn mit dem Geschenk? Okay, ich werde das auch versuchen, da abzugeben. Aber warte, das ist es noch nicht. Dieses Ding ist immer noch da. Warte, warte, warte. Diese Schatzjagd ist noch nicht vorbei. Aber guck mal, normalerweise das letzte Mal, als wir das gemacht haben, da war dann nämlich auch sofort dieses Schatzkartensymbol weg. Und das ist jetzt nicht der Fall. Also ich glaube, da unten kann nichts sein. Nein! Oh! Okay, das war knapp. Nee, nee, da unten ist auf gar keinen Fall irgendwas. Okay, jetzt nur hoffen, dass es hier irgendwann nochmal ein bisschen zu piepen beginnt. Oh, warte. Hier hat's plötzlich gepiept. Ja. Das ist die richtige Richtung. Es rastet aus. Ah, hier. Nein, nicht Job complete. Bitte, was? Oh, 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 oh. Das sieht sehr gut aus. Das sieht... Oh, Alter. Okay. Alles gut. Das sieht wirklich gut aus. Das sieht wirklich sehr gut aus. Warum wollen die Blitze mich jetzt umbringen? Bitte hört auf. Rapsch. Genau, den packen wir kurz zur Seite.
denn ich brauche diese Uhrzeitpizza. Und? Bitte. Bitte, 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 bitte. Ja! Let's freaking go. Let's freaking go. Die allererste Wobbly-Pizza. Ich würde sie nicht essen. Ja, ja, das glaube ich gern. Das ist nicht super lecker und nicht super gesund. Leute, ich würde sagen, wir haben für heute genügend Artefakte gesammelt. Es fehlen nur noch 2 Stück. Dann bekommen wir endlich ein neues Fahrzeug. Denn wie anfangs schon erwähnt, aktuelles Projekt. Alle Autos und Fortbewegungsmittel in Wobbly Life. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne kein Like da. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Und euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.